Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fußbogen. Wir werden jetzt doch da reinrennen. Da oben, das haben wir gemacht, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Mein Kurzzeitgedächtnis ist gerade ein bisschen hin. So, wir rennen jetzt da rein und gucken mal, was hier los ist. Oh, sorry, tut mir leid. Ich habe voll über das Touchpad hier gekratzt. Oh nein, ich hätte hier benutzen sollen. Gab's Junon-Raps. So, ich bin da, Leute. Ich find's immer okay, wenn das alles zusammenhängt mit so einem Dorf oder so, aber alles andere nicht gut. Okay. Schon was einsammeln hier bei Dinosaurus. Au. Zwangsstörung. Wir nehmen uns erstmal diese Kiste, bevor wir hier jetzt weitermachen. Uh-oh. Das war's schon. Super. Unter Strom. Dieses Nageldesign soll die Macht von Blitzen symbolisieren, bewirkt das Angriffszauber, aber ab einer bestimmten Aufladung Gegner manchmal elektrisieren. Bichu? So, was gibt es hier Neues? Wunderbare Nägelchen. Obwohl die gewundenen Linien dieses Designs manche an ein Labyrinth erinnern, werden sie für gewöhnlich als Blitze interpretiert, weshalb man häufig die Dächer von Türmen und anderen hohen Gebäuden damit ziert. Dies geschieht in der Hoffnung, dass die unbändigen Kräfte der Natur sich dort austoben möchten, anstatt jemanden am Boden zu treffen. Wenn dieses Design mit den Kräften der Tantas aufgeladen wird, haben die Angriffszauber ab einer gewissen Ladungsmenge bisweilen eine elektrisierende Wirkung. Ich habe ja schon ewig meine Fingernägel nicht mehr machen lassen, aber so langsam kriege ich Lust. Schon seit Jahren. Vor 10 Jahren habe ich, glaube ich, das letzte Mal Gelnägel gehabt. Was hätte ich gern? Das finde ich schick. Das sieht auch cool aus. Was habe ich denn gerade für Nägel drauf? Spektrum und rechte Hand. Feuerwerk. So, wir können hier leider nicht dem Reif sein Ding machen. Finde ich sehr schade. Deswegen müssen wir jetzt hier rumrennen. Back to the Roots. So, haben wir doch am Anfang gespielt. Kann man hier irgendwo rein? Na, hätte ich das gewusst, hätte ich das alles vorher gemacht. So, sollen wir mal hier außen rumrennen vielleicht? Ja, wir rennen mal zu 3.
Prahlstein natürlich mitnehmen. Au. Kleiner Scheißer, du. Also diese Dinger hier sind auch nicht mehr das, was wir waren. Guck mal da. Hallo. Au. Komm schon. Oh ja. Okay. Ach, warte mal, ich muss mal euch alle irgendwie... Ich weiß noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Gräme dich nicht, Madame. Ja, da ruckelt gerade ein Vogel über die Stadt. Wieder mal Schuss. So. Was gibt's denn hier eigentlich gerade? Gehört das hier überhaupt dazu? Habe ich das angemarkert wieder? Ach ja. Magie plus 1, Sakal. So, was gibt's denn jetzt hier noch? Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Kann man hier irgendwo rein? Das Problem ist immer, dass man von Weitem nicht erkennen kann, ob das eine Tür ist oder ein Eingang. Eine Flötenblüme. Blüme? Nix. Müssen wir hier rüber. Oh, eine Erinnerung. So, schauen wir mal. Sieht das Monument von der Nähe aus an? Ja. Was zur Hölle soll das?
uneinnehmbare Festung. Wir kommen zu einer Vision dessen, was einst das Fort Diva war. Um die Bevölkerung Jununs zu beschützen, muss Frey die Kontrolle über die Festung von den Gebrochenen zurückerobern und setze alle Gegner außer Gefecht, bevor die Zeit abläuft. Okay. Solange wir die jetzt nicht beschützen müssen. Kommt ja her. So, was ist denn jetzt hier los? Easy. Ich sehe nichts. Okay. Sterb endlich. Oh, nee, wir müssen noch mal. Das geht natürlich so nicht. Okay.
Der liegt ja immer noch. Nein! Du scheiß Vieh! Bleib gefällig stehen, wenn ich mit dir rede. Oh, wir haben es trotzdem noch geschafft. Na, ein Glück. Oh. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach Divar hinein und schauen, was da so abgeht. Ich überlege gerade, eigentlich hätten wir erstmal... Wir hätten alle zusammentreiben hier. Wasser dauert halt extrem lange, gell? Oh, was bestimmt ganz schlimm sein wird, ist der Gebietsbus, sage ich jetzt mal.
Oh Mann, so kann man voll leicht viel irgendwie übersehen. Schweinerei, ey. Oh Mann, die doofe Fliege. Yep. Mist. Das ist aber auch keine Kiste. Liegt doch irgendwo was, oder? Nee, sah nur so aus. Haben wir da jemanden vergessen, oder? Das darf natürlich nicht sein. Hey! Das ist so unfair. Aha. Ich hätte es wissen müssen. Hier ist aber nichts. Hey, die rennen da einfach durch. Ey, ich muss dann nachher die Fliege jagen. Die ist ja mal voll scheiße. Yep. So, so geht das. Lass uns erstmal regnen hier. Was gab's hier? Gab's hier irgendwas Besonderes? Ich hoffe nicht. So, wir gehen jetzt mal zu dem Monument und versuchen das mal einzunehmen. Um Gottes Willen. Hoppsala. Ich hasse diese. Warum ragen die einfach so auf? Nein. Nein. Also was ist denn das bitte für eine Kacke? Warum hängen die da so Dinger dran? Ernsthaft? Ah.
nicht etwas. Ach, das gibt's doch nicht. Moment, das Rest steht hier, was? Tablet plus 5. So. Wir sind im Blütenwald fertig, glaube ich. Ja, super Tupi. Super Tupi vor allem. Super duper. Ja, diese ganzen Dinger hier werden wir wahrscheinlich nicht finden. Oder zumindest einen Teil davon. Weil der gute Reif uns einfach abhanden gekommen ist. Was für ein Dödel, ey. Wir machen erstmal das Ernteland, oder? Wie kamen wir denn hier hinten? Wolfswald. Hier ging es auch irgendwo hin. Schlichten Fluren. Das darf man nicht vergessen. Landenge. Bis wohin geht denn? Das ist das Ernteland. Ich glaube, wir wechseln vom Ernteland erstmal hier in diese Landenge, in diese Joria-Landenge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.